Herzlich willkommen zu Frau und Geld, der Erfolgspodcast mit Amata Bayer. Amata Bayer hat den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin und zeigt dir, wie auch du dein Einkommen verdoppeln oder vervielfältigen kannst, dir ein automatisiertes Einkommen aufbaust, das verdienst, was du wert bist und ein erfolgreiches und erfülltes Leben führen kannst. Schön, dass du dabei bist. Hallo Matthias, herzliche Grüße nach Regensburg heute. Wir haben uns ja erst kürzlich kennengelernt und ich finde es total spannend, deinen Werdegang. Du hast ja sehr viel Unterschiedliches hinter dir durchgemacht schon und heute hast du einen erfolgreichen Podcast gestartet, der Network Guru. Das hört sich ja schon mal ganz spannend an. Erzähl doch einfach mal, wer bist du so als Person? Was machst du genau und wie kamst du zu dem, was du denn heute machst? Herzlichen Dank, liebe Amata, für die Einladung in deinen Podcast. Ja, mein Name ist Matthias Österreicher, bin 45 Jahre jung, verheiratet, wohne in der Nähe von Regensburg. Ich wollte immer mal Pilot werden. Das hat leider irgendwie nicht geklappt, weil ich nie Abitur hatte, also nur Realschule und war auch zu faul zum Lernen. Bin dann mehr oder weniger im öffentlichen Dienst gelandet bei einer gesetzlichen Krankenkasse. Habe dann 8 Jahre lang gearbeitet, also mit Ausbildung und so weiter, und habe dann festgestellt, naja, die Strukturen im öffentlichen Dienst sind etwas verkrustet und ich wollte immer schon mehr bewegen. Bin dann erstmal 2 Jahre zur Bundeswehr gegangen als Offizier. Offizierlaufbahn gemacht, war dann Panzerkommandant beim Kampfpanzer Leopard 2. Das war damals auch so ein Jugendtraum, da, wenn ich schon nicht als Pilot im Flieger sitze, dann wenigstens am Panzer mal fahren. Dann wenigstens Panzer, das ist doch was. Ja, war eine lustige Zeit, habe sehr, sehr viel gelernt, bin dann wieder zurück in den öffentlichen Dienst und habe dann eben festgestellt, dass sich nichts geändert hat und habe dann gekündigt im öffentlichen Dienst, bin dann ins Haifischbecken der Finanzdienstleistungsbranche gesprungen, 1996, haben wir gedacht, naja, es wird schon irgendwie gehen. Mhm. 3 Jahre waren extrem hart, also habe dann auch gekämpft, auch mit dem Aufgeben gekämpft und wollte mir aber nie die Blöße geben, zu sagen, nee, ich habe es nicht geschafft, sondern habe das einfach durchgezogen. Und wahrscheinlich auch viel gelernt in der Zeit, oder? Sehr, sehr viel gelernt, also vor allem auch Durchhaltevermögen und dass man halt sich auf manche Menschen wirklich nicht verlassen kann. Okay, auf andere auch wieder. Bin jetzt immer noch Finanzdienstleister, allerdings mit einer anderen Herausforderung. Ich berate die Kunden, die ich beraten möchte, beziehungsweise die von mir beraten werden wollen. Und seit 2014 mehr oder weniger raus aus dem Hamsterrad. Und wie gesagt, wie du richtig gesagt hast, seit letztem Jahr Podcast, Network Marketing Guru, polarisiert ungemein, aber scheißegal. Wichtig gibt es, was ich gelernt habe. Also ich kann nicht alles, also definitiv nicht. Ja. Aber das, was ich erlebt und gelernt habe, möchte ich einfach weitergeben an andere Menschen. Ja, das ist ja echt ein sehr spannender und sehr abwechslungsreicher Werdegang auch. Und ich denke, dass all das, was du da gelernt hast, kannst du wirklich heute gut mit einbauen und mit weitergeben, wenn du da in der Beratung tätig bist. Wenn jetzt du mal in so einem Netzwerktreffen unterwegs bist, Matthias, und so einem Business-Meeting dich jemand fragt, was antwortest du ihm so ganz kurz in 10 Sekunden, was ist sozusagen dein Pitch? Danke für die Frage. Darf ich dir das anhand von einem Beispiel kurz erklären? Du kennst doch bestimmt Menschen, bei denen am Ende vom Geld noch Monat übrig ist, richtig? Ja, durchaus. Ich ändere den Zustand. Du änderst den Zustand. Genau. Das hört sich, denke ich, gut an. Das wird bestimmt die allermeisten Menschen interessieren, dass sie nachfragen, oder? Richtig. Oder was die hast meisten, du für Erfahrungen gemacht? Die meisten fragen danach, aha, und wie geht es? Und dann sage ich, ganz einfach. Und erklärst du das dann sofort oder wie machst du das dann? Das ist das, was ich am Anfang falsch gemacht habe. Ich habe es erklärt und dann wurden halt einfach die vorgefertigten Meinungen sind dann runtergebrochen und so. Und ich sage, okay, pass auf, wenn es dich interessiert, wir können ja gerne einen Termin ausmachen. Wir sind heute auf einer Party hier, wollen wir Spaß haben. Gib mir doch mal kurz deine Telefonnummer oder ruf mich kurz an. Dann habe ich die Nummer im Handy und dann passt es. Aber nie sofort losplanen, das macht keinen Sinn. Und die Neugierde ist umso höher, wenn man nichts sagt. Das ist richtig. Und das hört sich dann schon spannend genug an, dass du sagst, du drehst das um, das Ganze, dass die Leute dann einfach einen Termin mit dir ausmachen. Genau. Das ist super. Ja.
Jetzt ist aber die Frage, du hast gesagt, du bist immer noch in der Beratung tätig. Mit was verdienst du ganz genau dein Geld? Also aktiv habe ich ein Businessmodell kennengelernt. Das war im Jahr 2013, 2014. Ich muss dazu sagen, meine Schwester wohnt seit 2001 in den Staaten und habe mich dann, also USA, habe mich damals schon mit dem Markt in den USA ein bisschen auseinandergesetzt und habe dann 2013 eine Ausbildung bzw. eine Schulung gemacht für das Tax Lien Investing. Also Tax Lien ist im Endeffekt eine staatlich garantierte Schuldverschreibung. Also ist eines der sichersten Kapitalanlagen der Welt, relativ langweilig, weil es gibt halt eine bestimmte Regel, die musst du einhalten. Mhm. Und es gibt halt keine Abweichung davon. Deswegen bezeichne ich das, was einfach anhand von einem Konzept umsetzbar ist, bezeichne ich immer als langweilig, weil es halt nichts Herausforderndes gibt. Mhm. Aber die Renditen, die da zu erwirtschaften sind, sind einfach phänomenal, staatlich garantiert zwischen 6% und 36% pro Jahr. Und ja, das habe ich dann eine Zeit lang gemacht und bin dann auf die nächste Stufe gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht nur in diese Tax Liens investieren, sondern in Direktimmobilien in den USA. Und das mache ich jetzt seit letztem Jahr. Und wir haben da ein Netzwerk vor Ort in den USA, in Baltimore, mit Profis und Spezialisten. Und ja, das ist wirklich traumhaft. Also das, wenn man in Deutschland jemanden erzählt, dann stellt er einen hin, so ungefähr, hast du mal alle Tassen im Schrank. Aber man muss einfach den Markt kennen, man muss den Amerikaner kennen, wie der tickt. Und dann versteht man das alles. Und das ist wirklich ganz einfach. Das bedeutet, der Markt ist ein ganz anderer. Es geht zwar um Immobilien, aber Deutschland und Amerika kann man nicht vergleichen. 180 so, Grad anders, ja. 180 Grad anders, ja, okay. Ja, das ist natürlich, wenn du da die Verbindung da drüben hast und die Erfahrung hast, auch genial, wenn du in dem Bereich ohne Netzwerk nicht. Also du kannst von hier aus, von Deutschland, du kannst zwar viel machen übers Internet und so weiter, aber du brauchst wirklich einen Profi vor Ort, der die Sprache auch hundertprozentig beherrscht und auch dort sein Netzwerk hat, weil ansonsten einmal einen Fehler gemacht und dann ist Geld weg. Jetzt würde ich ja bei dem Namen Network Guru mir vorstellen, da steckt irgendwie so Network Marketing oder sowas dahinter. Mhm. Du erzählst mir jetzt gerade von Immobilien. Ja, weil ist du fragst, dass du Geld verdienen. Genau. Also damit verdienst du das meiste Geld mit den Immobilien und was hat es mit dem Network Guru dann auf sich? Ja, mit meinem Podcast, das war so eine Idee. Also 2014 war ich eben auf so einem, mir komplett verändernden Seminar und dann hat es halt so gerodelt und so weiter. Und das mit dem Podcast, das habe ich immer schon cool gefunden. Also einfach deine geistigen Gedanken halt einfach mal preiszugeben im Internet. Und Internet ist ja im Endeffekt mit der Technologisierung die Zukunft. Wer da auf den Zug nicht aufspringt, der verpasst letztendlich was. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was kann ich für ein Thema wählen? Und wollte halt am Anfang so einen Finanzpodcast machen. Und dann habe ich ja geschaut und dachte, boah, gibt es so viel. Okay. Ist einfach einer von vielen verschwindet. Und irgendwann kann man halt das Thema, Netzwerke aufbauen, Kontakte, Beziehungen knüpfen und so weiter. Und dann gab das eine das andere. Und dann habe ich gedacht, okay, aufgrund meiner Erfahrung, wie gesagt, bin 21 Jahre jetzt im Hardcore-Vertrieb, also habe tagtäglich mit Kunden, mit Arbeitgebern zu tun. Das gebe ich jetzt einfach mal weiter in Bezug auf die Network-Marketing-Branche. Und da ist halt einfach das beste Medium der Podcast, weil erstens mal, ich kann es kostenlos anbieten und das ist so meine Herausforderung. Ich möchte einfach den Menschen so viel als möglich meine Erfahrungen mitgeben, ob sie es dann annehmen und umsetzen, das muss jeder selber entscheiden. Und so kam dann, wie gesagt, das eine zum anderen und durch die Netzwerke ist dann auch meine Seite geboren worden, mein Logo geboren worden. Gut, und jetzt macht halt tierisch viel Spaß, mit dem Mikrofon irgendwo zu sitzen und einfach mal so einen Gedanken einzusprechen und dann zu veröffentlichen. Das heißt, das ist sozusagen dein Hobby, das du dir auch erfüllen kannst, weil du ein Standbein hast, wo du wirklich gutes Geld einnimmst. Und jetzt kannst du das, was dir wichtig ist, das Weitergeben durch den Podcast dann sozusagen verwirklichen. Genau, richtig. Das ist meine Leidenschaft. Also anderen Menschen zu helfen, wirklich gute Renditen aufs Geld zu bekommen oder halt Cashflow zu generieren, also alles, was mit Geld zu tun hat und halt im Rahmen des Netzwerks, Networking, das ist so meine Leidenschaft. Ja. Wenn du das so erzählst mit dieser Leidenschaft rund ums Geld, wie wichtig ist denn für dich persönlich Geld? Also macht dich Geld glücklich? Geld macht mich nicht glücklich. Es beruhigt ungemein. Es beruhigt, ja. Ich kenne halt beide Seiten. Ich kenne halt die Seite mit wenig oder gar keinem Geld. Wie gesagt, anfangs meiner Selbstständigkeit musste ich wirklich kämpfen.
Und ich kenne jetzt auch die andere Seite und ich weiß, was man halt mit Geld auch viel bewegen kann. Also ich habe ein einschneidendes Erlebnis gehabt, letztes Jahr eben in Tansania, wie wir auf dem Kilimandscharo oben waren. Wirklich wenig Geld Kinder so dermaßen glücklich machen kann und helfen kann. Mhm. Und meine Leidenschaft ist es halt mit Geld. Ich brauche keine teuren Gadgets oder 27 Uhren oder sonstiges. Ich habe einen Turnschuh-Tick. Aber ich habe immer recht günstig bekommen. Aber ansonsten kann man mit echt wenig Geld sinnvoll eingesetzt, kann man so viel bewegen. Und meine Leidenschaft ist es halt, Menschen zu zeigen, wie sie gut Geld verdienen können, damit sie auch mit dem Geld, das sie verdienen, zumindest ein Teil davon, auch wirklich Gutes auf der Welt bewegen können. Ja, das ist schon faszinierend. Gell? Es gibt so viele Menschen, die sagen und behaupten, Geld ist nicht so wichtig. Das mag für den einen oder anderen ja durchaus so sein, aber das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Es geht ja nicht nur um einen selber, sondern es geht ja oft auch um viele andere Menschen, ja, die nicht die Möglichkeit haben, so viel Geld zu verdienen, wo man unglaublich unterstützen und helfen kann. Ja, ja, ich sehe es halt immer wieder, wenn man durch die Stadt geht und es gibt halt auch Menschen, die sitzen halt am Straßenrand und machen halt oder machen Musik, dann gehe halt auch in die Bäckerei, kaufe dem Bettler halt einmal zwei, drei Brezen oder sowas, dann ist er total happy oder mit, wie gesagt, mit kleinen Möglichkeiten, wenn man sieht, was man selber eigentlich für Geld ausgibt, für teilweise Sachen, was man braucht. Ja. Also von dem her. Was da alles möglich ist dann, wenn man da auch genügend Geld hat, weil man dann einfach auch ganz anders selber diese Beruhigung hat und eben auch mit anderen teilen kann, ja. Das, wie gesagt, da hat man einen ganz großen Hebel, hat man da. Wenn das denke ich auch, ja. Ja, mein Podcast heißt ja auch Frau und Geld. Und zwar, wie man Einkommen verdoppeln, vervielfachen kann. Was hättest denn du für einen Tipp für diejenigen, die sagen, Mensch, ich hätte gern mein Einkommen verdoppelt? Also das Wichtigste ist, dass man anfängt, was zu tun. Mhm. Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich muss jetzt das Buch nur lesen und das Seminar nur besuchen. Ja. Das sind Menschen, die meistens nie in die Pötte kommen. Wichtig ist, man muss anfangen, man muss planen, ne? Man muss durchhalten, weitermachen. Und das Beste ist, mit einem Mentor an der Seite oder mit jemandem, der den Weg bereits gegangen ist, der die Erfahrung schon gemacht hat. Weil ich vergleiche es immer so, wenn du heute schwimmen lernen willst von einem Nichtschwimmer, ist es schwierig, wenn jemand nur aus dem Buch weiß, wie Schwimmen oder gelesen hat, wie Schwimmen funktioniert, dann Schwimmen zu lernen. Das heißt, funktioniert einfach nicht so. Ja. Funktioniert nicht so. Das heißt, es macht halt einfach Sinn, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die tatsächlich diesen Weg gegangen sind und wirklich anfangen, in die Pötte kommen. Jeder macht Fehler, ist auch wichtig, Fehler zu machen. Einfach anfangen. Ja. Dadurch lernt man in diesem Anfangen und zu erfahren, was funktioniert nicht. Ja. Aber ich denke, da hast du ganz recht, es ist ganz oft so, dass geträumt wird von vielen Dingen, aber dieses Anfangen, um das geht es dann, dass man dann in die Umsetzung kommt. Ja. Wie war denn das bei dir so? Du hast ja jetzt einiges hinter dir. Was war so dein schlimmster Moment, dein größter Fehler oder so die größte Herausforderung als Unternehmer? Also das war im Jahr 2002. Da hatte ich aufgrund meines Übereifers und meiner Blauäugigkeit hatte ich von meiner damaligen Führungskraft ein viel zu großes Büro übernommen. Das waren 300 Quadratmeter Bürofläche. Beste Lage Regensburg. Fixkosten waren damals um die 7.500 Euro. Nicht ohne. In dem Büro waren einige Mitarbeiter drin, die ihre Mieten auch ganz fleißig gezahlt hatten. Ich habe mir gedacht, wird schon irgendwie gehen. Ich suchte halt damals auch nach Anerkennung und Bestätigung. So, ich hatte das Büro übernommen. Nach und nach haben die Mitarbeiter ihre Mieten nicht mehr gezahlt und irgendwann saß der liebe kleine Matthias allein in seinem 300 Quadratmeter Büro. Ja, Ich habe in einem anderen Zimmer beraten. War halt schwierig. Das heißt, ich hatte guten Umsatz damals gemacht, aber am Monat war das Geld schon wieder leer. Also, aber ich hatte ging sozusagen alles mit der Miete wieder raus, was du an sich... Hatte allerdings noch 2,5 Jahre Mietvertrag. Also das heißt, war eine echte Herausforderung. Und wie gesagt, bin dann zu meinem Rechtsanwalt, also der im selben Haus war, und der hat mir dann verschiedene Tipps gegeben. Also es war auch ein Ritt auf Messerschneide. Glück. Der Eigentümer ist ein Multimillionär bei uns in der Gegend, also der hat einen riesen Einbruch. Und mit dem habe ich dann telefoniert, also ich bin in die Offensive gegangen und gesagt, ich kann nicht mehr, dann hat er gesagt, okay, dann zahlen wir halt noch 2 Monatsmieten und dann kannst du raus. Okay. Also ansonsten hätte also ich wirklich Jahre mit einem blauen Auge sozusagen davon gekommen. Definitiv, ja. Und das war gerade zu der Zeit, als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe. Die hat mir gesagt,
finanziell unter die Arme gegriffen. Also herzlichen Dank auch nochmal dafür, weil jede andere wäre wahrscheinlich schreiend rumgelaufen. Aber ja, die hat an dich geglaubt. Die hat an mich geglaubt und glaubt auch heute noch an mich, glaube ich zumindest. Und ja, das war so der größte Fehler, einfach aufgrund von Anerkennung, Sucht und Blauäugigkeit einfach verderben zu laufen. Aber ich habe auch daraus gelernt. Also. Was genau hast du daraus gelernt, Matthias? Ja, einfach auch eine zweite Meinung einzuholen. Also nicht nur alles im Alleingang zu machen, sondern auch eine zweite Meinung einzuholen von jemandem, der nicht in diesem Thema involviert ist. Also jemand, der komplett branchenfremd ist, um zu sagen, du, pass auf, wie würdest du das einschätzen? Ja. Auch nur mal 2-3 Nächte länger drüber zu schlafen, weil so ein Mietvertrag ist gleich unterschrieben. Und wenn du einen Vertrag hast, 5 Jahre, das zieht sich halt dann. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall wichtig, nochmal eine zweite oder auch eine dritte Meinung einzuholen. Mhm. Und wenn das Bauchgefühl nicht 100%ig passt, also nur wegen der Geltungssucht irgendwas zu machen. Das bringt es nicht. Bringt es nicht. Fertig. Ja. Du hast vorher so erzählt, das ist meine Leidenschaft, Menschen zu beraten, wie sie einfach mit ihrem Geld umgehen, auch mehr Geld haben. Wie hast du denn so deine Leidenschaft gefunden? Wie hast du das geschafft? Ja, das war so für mich immer schon der Antrieb, anderen Menschen in dem Bereich zu helfen, einen Menschen eine Freude zu bereiten und halt auch einen Mehrwert zu geben. Und mein Lebensziel, also mein Warum, dass ich hier auf der Welt bin, ist es halt einfach, einen Mehrwert zu hinterlassen. Also sowohl mit meinem geistigen Handeln oder Tun, beziehungsweise auch mit dem Thema, wie gesagt, anderen Menschen zu helfen, gut Geld zu verdienen übers Network Marketing, damit die da auch wirklich Gutes bewegen können. Und man kann halt einfach mit sehr, sehr wenig kann man sehr, sehr viel bewegen. Das, wie gesagt, ist mir letztes Jahr so ziemlich das einschneidendste Erlebnis in meinem Leben bewusst geworden, wie wir da in Tansania waren. Da haben wir mit Spendengeldern halt für die Kinder eine Küche gebaut. Also wir haben es finanziert, gebaut hat es jemand anders. Und wir sind da hingekommen in so ein Waisenhaus. Und die Kinder haben echt, die haben eine kleine Kiste, die ist 30x40 cm. Das ist ihr Leben, was sie da haben. Alles haben gut, aber die Liebe und die Leidenschaft und die Freude und das Strahlen in den Augen von den Kindern, das dir da entgegengebracht wird, obwohl du die Menschen vorher noch nie gesehen hast, Vertrauen, das ist unbezahlbar. Das ist unglaublich, ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, Matthias, weil ich war ja letztes Jahr auch zum ersten Mal in Südafrika und eine Kollegin von mir hat in Kenia Waisenhäuser aufgebaut und da erlebe ich das bei ihr immer so und ich habe das dann jetzt in Südafrika auch so erlebt, weil ich sagen muss, das ist unglaublich, was du Menschen geben kannst und was sie dir geben. Richtig, ja. Es ist ja immer wirklich was Gegenseitiges. Und wir haben das Privileg, hier in Europa einfach in der freien Welt geboren zu sein. Ja. Wir können eine Meinungsäußerung haben. Wir haben jeden Tag frisches Wasser. Wir haben ein Haus und wohnen. Das ist unglaublich. Ja. Und wenn man einfach ein paar hundert Kilometer weiter schaut, also gerade was hier in Syrien gerade los ist, das ist der Hammer. Und das ist echt ein Steinwurf von uns weg. Und unser Privileg, dass wir hier geboren sind und die anderen Menschen sind nicht, weil niemand möchte Krieg. Ja. Also von dem her, wie gesagt, haben wir wirklich einen Riesenhebel mit intelligenten Handlungen und halt einfach Geld, das gehört dann einfach dazu, ist halt mal ein Triebmittel auf der Welt, wirklich viel, viel bewegen zu können. Ja, du sagst, diesen Hebel zu haben, das ist, glaube ich, du bist ja wirklich inzwischen erfolgreich in diesem Immobilienbereich und auch mit deinem Podcast. Was bedeutet denn für dich eigentlich Erfolg und was war so der wichtigste Punkt und der wichtigste Schritt, der dich zum großen Erfolg gebracht hat? Also der Erfolg bedeutet für mich im Endeffekt das Ergebnis meiner Anstrengungen und meines Plans oder Konzepts. Also das ist praktisch das Ergebnis, weil Erfolg kommt ja von Erfolgen. Das heißt, ich muss, was wir tun. Und ich setze mir halt immer gewisse Teilziele. Also ich vergleiche das immer anhand von Beispielen wie der Marathon. Ich wollte immer mal Marathon laufen. Ja, das war halt immer so, ja, laufst halt mal Marathon hin und her. Mhm. Wenn du dich halt nicht hinsetzt und sagst, okay, ich melde mich jetzt an, das hast schon einen gewissen Druck, in Anführungszeichen, und dann brauchst du auch einen Trainingsplan. Mhm. Und wenn du den Trainingsplan nicht durchziehst, dann kommst du nicht ins Ziel. Mhm. Das ist fast unmöglich, weil du brauchst einfach diese körperliche Anstrengung und diese Vorbereitung. Ja. Und das ist halt immer so, ich sehe es immer relativ kühl, weil ich weiß, was ich tun muss, um etwas zu erreichen. Mhm. Natürlich freut es mich hinterher dann umso mehr. Und es gibt mir halt auch die Bestätigung, dass man mit einem Plan, mit einem Konzept und mit Anstrengung, mit
Handeln tatsächlich auch hinkommen kann, wo man hin möchte. Ja. Und je höher das Ziel ist, so besser ist es, weil dann wächst man halt auch über sich hinaus. Ich denke, das sprichst du ganz deutlich an, Matthias. Ich kenne das auch oft, dass zu mir Leute sagen, ja, du bist ja so erfolgreich. Also so mit dem Gefühl, ja, du kannst das leicht machen. Aber es ist genau das, was du sagst. Dieser Weg dahin ist ja ein Prozess, ein Weg. Es muss ja was getan werden, damit der Erfolg folgt. Sonst funktioniert es ja nicht. Ja, genau. Ich habe es, also gerade wie gesagt, Beispiel Marathon. Ich habe ihn dann endgültig auch 2007 gelaufen. Die Vorbereitung, die hat natürlich keiner gesehen. Jeder hat dahinter gesagt, ja, super, super, super. Aber ja, das ist dann wirklich Sommer wie Winter, also Regen wie Schnee, weil es war halt gerade so die Wintervorbereitungszeit. Egal, ob es draußen hell war, geschneit hat oder geregnet hat, ich bin gelaufen. Boah. Das hat halt keiner gesehen, weißt du? Und teilweise einmal habe ich sogar so einen kleinen Volumenmangelschock, weil ich zu wenig getrunken gehabt habe. Dann hat es mal ausgeknipst. War auch so eine Herausforderung, aber wie gesagt, wenn du das nicht machst, und das ist halt im Businessleben genauso, wenn du das nicht machst, jeden Tag deinen Plan abzuarbeiten, also deine wichtigen Punkte abzuarbeiten, dann kommst du nie zum Ziel. Ja, absolut. Ja. Ich habe dich ja so erlebt, wir haben ja schon ein paar Gespräche gehabt miteinander, Matthias, dass du jemand bist, dem auch Werte ganz wichtig sind. Ja. Was für Werte sind dir persönlich wichtig? Also absolute Ehrlichkeit und Offenheit. Also ich bin immer offen und direkt. Manchmal tritt man halt mit jemandem auf die Füße. Also ich mache das auch nicht absichtlich, aber ich bin halt einfach so. Was passiert dann? Weil es bringt ja nichts, wenn ich einen Punkt umschreibe, wo es mit einem Wort einfacher gehen würde. Ne? Also von dem her, was auch sehr, sehr wichtig ist, gerade im geschäftlichen Bereich, ist Loyalität. Ja. Also ich habe auch ein paar Erlebnisse, wo mir der Mitarbeiter dann ins Gesicht gesagt hat, ja, und hintenrum hat er mir das Messer in den Rücken gehaut. Okay, ja. Das ist halt auch so. Und wenn ich sage Loyalität, ich bin loyal zu dem, was ich tue, und den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, und auch das Vertrauen und die Zuverlässigkeit. Ja. Also das ist auch extrem wichtig, zuverlässig zu sein, Commitment einzuhalten, Zusagen einzuhalten, weil gerade im Geschäftsleben ist das auch... Ja, ich denke, das ist ja unabdingbar für das, was du auch machst beruflich. Ja, das sind die Werte sozusagen die Grundlage dafür. Anders könnte das gar nicht erfolgreich sein. Gehe jetzt mal davon aus. Ja. Du trittst ja so auf, wenn man dich so hört, sieht es als sehr starke Persönlichkeit. Was sind denn so deine Stärken und gibt es vielleicht auch Schwächen bei dem Matthias? Ja, ich habe sowohl Stärken als auch Schwächen. Fangen wir mal mit den Stärken an. Also das, was ich natürlich auch einfordere, das bin ich auch. Ich bin zuverlässig, ich bin absolut hilfsbereit, also fast schon altruistisch. Ich gebe mehr, als ich nehme oder empfange. Okay. Ich habe ein hohes Durchhaltevermögen, also wo andere schon längst aufgegeben haben, mache ich noch weiter, was teilweise auch dumm ist, ne? Weil manchmal muss man einfach mal sagen, okay, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Ende. Ich mache ein bisschen weiter. Und ich bin zu 99% positiv. Also ich lasse mich ganz selten negativ beeinflussen, weil ich mir denke, Leben ist so wertvoll und das muss ich mir mit negativen Gedanken oder mit negativen komischen Dingen da nicht kaputt machen. Meine Schwächen, ich bin oft und sehr leicht ablenkbar. Also wenn jetzt eine Aufgabe habe, wo ich sage, naja, ist jetzt eine Herausforderung, die muss getan werden, dann fällt mir plötzlich ein, weil ich mache viel von zu Hause aus, ich muss mal kurz nach meinen Bienen schauen oder ich muss schnell das Geschirr abwaschen oder sonstiges. Manchmal echt. Das kommt mir bekannt vor, da haben wir, glaube ich, Ähnlichkeiten, Matthias. Ein Genussmensch. Ich bin auch faul, also ich könnte wesentlich mehr, ich könnte wesentlich strukturierter arbeiten, was ich in der Vergangenheit auch getan habe, aber ich gönne es mir einfach. Was auch eine Schwäche ist, ich bin lästig wie eine Fliege. Also wenn ich etwas möchte oder wenn ich weiß, da ist irgendwo was zu tun, dann hake ich danach und bis es halt erledigt ist. Also ich lasse da nicht locker. Okay. Das ist für mich immer so das, ja, ich möchte einfach nicht zu aufdringlich sein, aber manchmal ist es halt auch notwendig so. Ganz so, ja. Ja, und wie immer haben die Sachen immer zwei Seiten, gell? Das ist die eine, die Hartnäckigkeit, das Dranbleiben und das andere vielleicht auch mal dieses Gefühl, aufdringlich zu sein. Ja. Ja, und ich kann mir vorstellen, bei dir im Business gibt es sicher auch viele Entscheidungen zu treffen. Wie triffst du denn Entscheidungen? Also es gibt zwei Arten von Entscheidungen. Einmal die Bauchentscheidung und einmal die rationale Kopfentscheidung. Wobei es gibt relativ wenig rationelle Entscheidungen, weil meistens muss das Gefühl
Muss stimmen. Das Bauch und Kopf sind bei mir eine Einheit. Ich analysiere eine Herausforderung, ich wäge die Vor- und Nachteile ab und triff dann eine Entscheidung. Weil auch wenn ich mich nicht entscheide, habe ich mich trotzdem entschieden, nicht zu entscheiden. Also genau. Ich möchte eine Lösung haben für eine. Da ist das Bauchgefühl enorm wichtig, ja. Und manchmal gibt es dann wahrscheinlich auch so, mal, diesen kleinen inneren Schweinehund, der da irgendwas ins Ohr flüstert, wenn es dann um die Umsetzung geht. Ja. Den gibt es bei dir vermutlich auch, so wie du grinst. Also was machst du denn mit dem? Wie kriegst du denn den in den Griff, wenn der da so auftaucht? Also mein Schweinehund ist weiblich und heißt Waltraud. Ah, okay. Das resultiert daher, also es gibt von Blair Singer, ist auch einer meiner Autoren, The Little Voice Mastery, wo er beschreibt, wie man den inneren Schweinehund, also die innere Stimme, ganz einfach den besten Freund macht. Und Waltraud ist mittlerweile eine meiner besten Freundinnen. Als Team sind wir unschlagbar. Und das basiert auf einer kleinen Geschichte, wenn ich die kurz erzählen darf. Ich habe 2015 Blair Singer kennengelernt beim Train-the-Trainer-Seminar und war halt hin und weg von ihm, weil es halt wirklich ein sehr anfassbarer, sehr natürlicher Mensch ist und habe auch seine Bücher gelesen, unter anderem The Little Voice Mastery. Und ich habe natürlich immer meine Herausforderungen mit meiner Waltraud und war auch so letztes Jahr, wie wir da auf dem Kili oben waren, war so eine Situation am Gipfeltag, dritter Weltkrieg innerlich bei mir. Also ich habe keinen Bock mehr gehabt, ich habe 72 Stunden vorher nicht geschlafen, weil ich diese Schlafapnoe hatte und war kalt, minus 20 Grad, ich habe einfach keine Lust mehr gehabt auf dem Berg, ich wollte einfach warm. Ne? Ja. So, und dann sind wir da so raufgestiefelt und so weiter und Waltraud immer und ich so, ich habe keine Lust. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Waltraud, da vorne ist Blair Singer, weil der war einen Meter vor mir. Ich habe gesagt, du kannst mit ihm gern sprechen, aber entweder du ziehst jetzt das mit mir durch oder wir sind geschiedene Leute. Ne? Und dann hat halt mein innerer Schweinehund mehr oder weniger akzeptiert, dass ich stärker bin als sie und seitdem beste Freunde. Und sie weiß auch, dass sie gegen mich keine Chance hat und unterstützt mich somit. Wie schön. Das ist eine tolle Geschichte, Matthias. Ganz herzlichen Dank, dass du die mit uns teilst. Ja. Die Zeit geht schnell vorbei. Lass uns zum Abschluss einfach noch eine kurze Blitzlichtrunde machen. Ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest mir ganz kurz. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Gar nichts. Du wolltest immer. Schön. Gibt's ein Lebensmotto, ein Lieblingszitat, das dich begleitet? Ja, da gibt's mehrere. Ich habe drei Stück. Get right or get rich. Also nicht immer recht haben zu müssen. Das Leben ist eins der härtesten, eher so ein bisschen provokativ, und zieh es durch oder hake es ab. Okay. Was war der beste Rat, den du bekommen hast? Das war der Rat von meiner Oma, die hat schon immer zu mir gesagt, Bur, tu das, was dir Spaß macht. Schön. Welche Internetressource, welchem besonderen Service hat für dich ganz persönlich einen hohen Mehrwert? Also das ist Facebook. Das ist Facebook. Okay. Und deine beste Buchempfehlung? Hatte ich gerade schon mal kurz gesprochen. Blair Singer, The Little Voice Mastery, weil das halt wirklich eine entscheidende Wende in meinem Leben gemacht hat mit meinem Schwein, mit meiner Frau. Stell dir vor, Matthias, du würdest morgen früh aufwachen in einer ganz neuen Welt. Vollkommen identisch mit der Erde, aber du kennst niemand. Und du hast nach wie vor all deine Erfahrungen, die du jetzt schon hast, dein Wissen. Für Unterkunft, Essen wäre gesorgt für die nächsten 7 Tage und du hast 500 Euro zur Verfügung, einen Laptop. Was würdest du die nächsten 7 Tage machen? Was für ein Business würdest du aufbauen und ja, was würdest du tun? Also das Erste ist erstmal raus aus der Hütte oder wo auch immer ich bin. So viele Menschen wie möglich kennenlernen, mit ihnen reden, nach deren Wünsche und Bedürfnisse fragen, dann Lösungen konzipieren und ihnen diese Lösungen verkaufen. Das hört sich ja nach dem an, was du jetzt genau auch schon machst, gell? Zuhören und wenn ich komplett das tun. Ja, ich sage ganz herzlichen Dank, Matthias, für dieses Interview. Gerne. Welchen letzten Tipp würdest du noch unseren Hörern mit auf den Weg geben? Den letzten Tipp, finde deinen Lebenstraum, visualisiere diesen, mache dir einen Plan, zieh es einfach durch. Siehst du. Ich sage dir ganz herzlichen Dank. Und die, die dich erreichen wollen, wie und wo kann man dich erreichen?
Also es gibt verschiedene Quellen, am besten über Facebook, Matthias Österreicher oder über networkmarketingguru.net oder auf www.momarcon.com. Das ist sozusagen meine Mutter-Homepage. Oder auch bei den zahlreichen Cashflow-Days, die wir hier in Deutschland und in Regensburg veranstalten. Ja, danke Matthias für das Interview. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, habt euch inspirieren lassen von dem, was Matthias so an Auf und Abs hatte, was er uns wirklich hier an tollen Impulsen mitgegeben hat, ja, an Anregungen, an seiner ganz persönlichen Geschichte und vor allem, dass sein letzter Tipp uns auf dem Weg begleitet. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag, genieße es und lebe dein Leben. Ich sage herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du heute wieder bei Amartas Talktime dabei warst. Du weißt ja, dass du alle wichtigen Infos zum Podcast Frau und Geld auf ihrer Seite finden kannst. Schau einfach unter www.amartabayer.de. Dort findest du unter Podcast und unter dem Thema von heute kostenlose Trainings, Tipps, die Empfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du selbstständig und hast es satt, Zeit gegen Geld zu tauschen? Dann zeigt dir Amartha gern, wie du dir ein automatisiertes Einkommen aufbauen kannst. Bist du angestellt und hast es satt, dann zeigt dir Amartha, wie du in 6 Monaten dein Einkommen verdoppeln und das machen kannst, was dir Spaß macht. Melde dich zum kostenlosen Webinar Frau und Geld an. Da zeigt dir Amartha, wie du mit deinem eigenen Business richtig gutes Geld verdienen kannst. Und zu guter Letzt, denke immer dran, ob du glaubst, du schaffst es, oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Bis zum nächsten Mal bei Frau und Geld mit Amartha Bayerl.